Hallo, hier ist Jörg von MyDog365 und heute geht es darum, wie wir einem Hund zeigen können, dass er sich zurücknehmen soll. Dafür ist Wiebke heute da, hat ihren Hund Pepper mitgebracht. Und Pepper hat so eine Problematik, wenn Fahrräder entgegenkommen, wenn Pepper andere Hunde sieht, dann dreht sie schon ganz schön auf. Und Wiebke wünscht sich ein Instrument, womit sie das so ein bisschen runterregeln kann. Wir haben uns jetzt Folgendes ausgedacht. Die Pepper zergelt sehr, sehr gerne. Aber sie hört auch nicht unbedingt gut auf. Und indem wir jetzt üben, dass sie sich beim Zergeln zurücknimmt, wird sie lernen, mit denselben Instrumenten sich auch in anderen Situationen zurückzunehmen. Wenn dir das Thema gefällt, dann würden wir uns über ein Like von dir riesig freuen. Und wenn du kein weiteres Video von uns verpassen möchtest, dann abonniere gerne unseren Kanal. Wiebke, du wünschst dir im Alltag, dass die Pepper sich in bestimmten Situationen ein bisschen zurücknimmt. Du hast ja schon Beispiele genannt, beim Fahrrad, wenn dir Fahrradfahrer entgegenkommen, wenn ihr andere Hunde trefft. Da gibt es so Situationen, da möchtest du gerne, dass sie ein bisschen besser kontrollierbar ist und so, dass sie sich zurücknimmt. Und es gibt jetzt eine Übung, die können wir mit dem Zergeln verbinden. Wir haben gerade gesehen, wie du gezergelt hast und hast dann also so eine Spielaufforderung gemacht, dann geht Pepper da auch gut rein und dann zergelt ihr und dann, wenn du dann aufhören möchtest, dann ist es so ein bisschen zäh gewesen. Ja. Ne? Dann hast du ausgesagt und aus bedeutet dann für Pepper so, hör auf damit, lass jetzt los. Ja. Okay. In diesem Aus ist jetzt aber auch noch eine weitere Botschaft drin. Das heißt nicht nur, das heißt ja nicht nur, lass jetzt los, sondern du hast ja gesagt, hey, ich sag dir, dass du jetzt loslässt. Mhm. Hast dich dabei auch groß gemacht und hast ja auch so die Hand so dahin gemacht. Ja. Das bedeutet, hey, das ist so von mir so ein Befehl, Kommando, auch mit ein bisschen Druck versehen. Ne? Mhm. Also ich setze das jetzt mit Druck durch, dass du jetzt aufhörst. Mhm. Okay, und da möchte ich ganz gerne, dass wir diese Situation verändern, indem du jetzt nicht mehr mit Druck arbeitest, sondern wir bringen ihr erst bei, dass sie, dass das jetzt nicht weitergeht und dass sie keinen Sinn mehr darin hat, wenn sie jetzt weiter zergelt. Das Ganze sieht so aus. Du zergelst erst mit ihr und machst bitte so ein paar Bewegungen, dass das interessant ist, also das richtige Zergeln. Und dann machst du etwas, dass du nicht drohend, sondern dass du aufhörst mit Zergeln, die Hand bleibt unten und, du hältst einfach nur still. Mhm. Okay. Du wartest dann ab, bis sie sagt, oh Mensch, die Wiebke spielt gar nicht mehr mit mir. Genau. Und die wird aufhören, sich daran zu ziehen. Das heißt, sie wird weniger intensiv daran ziehen. Und dann sagst du, das machst du prima. Und du musst das Ding nicht wegnehmen, sondern du sagst, das machst du prima und machst wieder die Spielaufforderung. Das heißt, die kriegt als Belohnung dafür, dass sie sich zurückgenommen hat, kriegt sie ein neues Spiel. Ja, okay. Okay, und das machen wir zweimal in Folge. Ja, okay. Und dann sage ich dir, Wiebke, und jetzt einfach loslassen. Okay? Gut. Also keinen Druck rein, sondern einfach aufhören. Ja. Und wenn der Hund sich zurücknimmt, prima. Hoffentlich sehe ich das schnell genug. Das kriegen wir schon hin. So, komm. Ja, komm. Ja, wedel mal richtig rum. So, wedel. Ja, und jetzt machen wir Stopp. Jetzt hopp an. Jetzt beißt sie ja nach. Ja, ja. Halt einfach still. So, ja, prima. Gut, und das Ding wieder, sofort das Ding wieder hin. Ja, weiter. Ja, und jetzt wieder wedeln, wedeln, dass es dir Spaß macht. Ja, gut. Okay, und jetzt wieder anhalten. Einfach anhalten. Und jetzt prima, jetzt hat sie sich gerade... Ach so, ja. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, macht nichts. Mal gucken. Jetzt. Prima, und wieder wedeln, wedeln, ja. Nicht nachbeißen, Pepper. Und jetzt wieder anhalten. Anhalten, genau. Einfach halten. Nichts machen. Und jetzt. Ja. Prima! Ja, und wieder prima, wieder. Prima, los. Komm. So, und jetzt lass mal los. Jetzt lass mal ganz los. Ganz jetzt hatte das Ding. Ja, okay. Ach so. So, aber ich weiß sehr jetzt, gut. Was ich meine. Wenn sie den Mund aufmacht und nichts mehr dran ziehen will, dann sage ich schon prima, auch wenn sie das Ding noch im Mund hat. Praktisch. Genau. Okay. Es geht ja darum, dass sie sich einfach nur zurücknimmt. Zurückzieht, ja. Und nicht noch weiterzieht. Ja. Ne? Und wir erzeugen dieses Zurücknehmen dadurch, indem du einfach nur stillhältst, weil dann ist das nämlich nicht mehr so interessant. Ist das nicht interessant. Wir haben also ein lebendes Zergel und ein totes Zergel. So, und du machst die Belohnung dafür, dass sie sich zurückgenommen hat, ist wieder das lebende Zergel. Okay. Ja, und jetzt
heißt mach das, das gerne nochmal. Einmal noch. Nochmal, ne, Peppi? So, zack. Und jetzt wieder stillhalten. Ne? Prima. War doch aus, ne? Oder nicht? Ja, ja, doch, doch, doch. Und jetzt weiter zackeln, ja. Und jetzt wieder stillhalten. Ich möchte eigentlich, dass sie es mal ganz rausnimmt. Ja, lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Stillhalten. Jetzt hört sie auf. Ja? Prima, Süße. Ja, und wieder zackeln. Ja. Ja, gut. Und wieder stillhalten. So, jetzt hört sie ja auf. Prima. Ja, und wieder los. Ja, gut. Und jetzt lass ihr das ganze Ding. Also prima. Ich brauche es nicht aus der Hand, aus dem Mund oder aus dem Maul, sagt man. Ja? Genau. Nehmen. Sie braucht nur aufhören zu beißen oder zu ziehen. Wenn du das weitermachst, das machst du morgen und übermorgen nochmal. Und dann wirst du sehen, sie lässt ganz los. Ja, also das muss sie manifestieren in ihrem Kopf. Alles klar. Liebke, wir haben eben eine Übung gemacht, wo wir geguckt haben, dass du die Pepper zum Spielen auffordern kannst. Mhm. Und durch Stillhalten hast du sie dazu gebracht, dass sie weniger intensiv zieht. Und dann hast du sie dafür belohnt, damit, dass du weitergespielt hast. Okay. Das Ganze werden wir jetzt mit Signalen verknüpfen. Das bedeutet, für Pepper sollte es klipp und klar sein, dass auf ein bestimmtes Signal, und da haben wir eben schon drüber gesprochen, auf Fass an, sie dann zergeln darf. Und auf Easy ist das Signal dafür, dass sie sich zurücknehmen soll. Mhm. Und dieses Easy, das werden wir dann, wirst du dann später gebrauchen im Alltag, um ihr zu sagen, Hasi, also Pepper, fahr runter. Genau. Okay, und das werden wir jetzt gleich mal umsetzen. Ja. Fass an. Ja, ja, komm, richtig ihr vor die Nase, dass sie weiß. Und jetzt lass sie reinbeißen. Ja. Easy. Super. Und gleich als Belohnung das Ding wieder hin. Ja, genau. Jetzt sage ich wieder easy. Ja, easy. Easy. Ja. Super. Jetzt wieder easy. Ja. Super, klasse. Und jetzt gib mir das Ding als Belohnung, dass ich damit rumlaufen darf. So, jetzt darfst du mal laufen. Willst du gar nicht. Das Schönste wäre mit dir zu zerren. Ja, ich will zerren. Sie will zerren. Ah, jetzt habe ich es begriffen. Ist ja gar nicht so schwer, ne? So, mach mal easy. Ja. Ja. Und jetzt Achtung, denk dran, kein Druck mit einbauen. Nein, nur easy sagen. Easy. Das ist supi. Ja, gut. So, jetzt darfst du nochmal. Jetzt alles haben wir super. So, das war's für heute. Bis dann, dein Jörg.